Hallo Slotblock-Freunde, wir wiederholen den Test, das letzte Mal mit Magnet, jetzt ohne Magnet, ansonsten bleibt alles gleich. Wir sind im Lieferzustand, entfernen den Magnet, haben drei Schrauben noch ausgetauscht, dass wir den Wackel haben, Karosserie von Fahrwerk getrennt ist. Dann geht es auf die Vereinsbahn der Slot Connection in Wendelstein und wir schauen mal, wie sich das Ergebnis verhält beim Fahren ohne Magnet. Wichtig, bleibt bis zum Ende dran, es sind immer Sachen, ich baue viele Infos in diesen Test mit rein. Es kann auch sein, dass sich es mal hin und her ändert, also ganz wichtig, Video bis zum Ende anschauen. Hier sehen wir jetzt die Unterseiten unserer GT3 Boliden. Magnet ist an der hinteren Position verbaut bei allen Fahrzeugen und ich zeige euch jetzt mal, wie man den rausbekommt. Am Beispiel hier vom Mosler Auto ist jetzt erstmal egal, weil ja hier dieser Motorträger immer identisch ist bei den Fahrzeugen. Der Magnet hier ist nur gesteckt, das heißt von der anderen Seite kann ich den einfach rausdrücken. Er haftet jetzt erstmal am Motor, der ist ja auch magnetisch. Hier ist er und man hat von den Positionen her drei Möglichkeiten im Fahrwerk, ganz hinten, Mitte und ganz vorne. Jetzt kommt er ganz raus, das muss ich jetzt wiederholen bei allen und ich schraube sie wieder zusammen. Für alle, die jetzt das letzte Video nicht gesehen haben, wir haben hier Wackelschrauben im Einsatz. Das bedeutet, dass wir hier die Karosserie vom Fahrwerk sauberer trennen können und das Fahrverhalten besser machen. Das betrifft alle Slotcars hier, dass wir insgesamt immer den gleichen Status haben, damit das Ganze auch vergleichbar ist. Also gleicher Motor, Magnet raus, alle im Lieferzustand, Vorderachse haben wir ordentlich eingestellt, auch im letzten Video zu sehen, verlinke ich euch oben in der Infobox. Wir starten mit der Praxis. Wir möchten alles konstant lassen, was konstant zu lassen ist. Deswegen Tobias am Start, der Slotblock-Werksfahrer. Wir starten mit der Corvette. Wir fahren mit jedem Auto 10 Runden hier auf der Bahn. Tobias ist ja im letzten Test auch gefahren, deswegen ist hier die Konstante schon mal drin. Magnetlos unterwegs, das heißt, das Auto hat jetzt weniger Haftung. Es wird nicht auf die Bahn gezogen durch eine Magnetkraft im Heckbereich, sondern der Grip kommt rein über die Reifen. Und man kann sagen, wenn man die Magnete aus dem Slotcar entfernt, dann sieht man die wahre Qualität eines Slotcars. Und man sieht und hört, dass NSR hier ganz vorne mit dabei ist. Das Getriebe klingt leise. Wir haben ja hier noch überhaupt nichts irgendwie groß eingestellt, außer die drei Wackelschrauben einzubauen. Ansonsten Lieferzustand und der ist beeindruckend gut. Von dem her ist es wirklich schön, dieses NSR-Fahrzeug schon im Lieferzustand zu bewegen. Dann wichtig für alle, die jetzt neu sind, wir sind ja mit 12 Volt unterwegs auf einer Bahn, auf der gestern ein Rennen stattfand, nämlich ein Tourenwagenrennen Carrera DTM-Fahrzeuge im Maßstab 1:32 und die hatten PU-Reifen hinten. Jetzt heißt es ja, die Meinung hatte ich auch immer, PU-Reifen und Gummireifen auf einer Bahn verträgt sich nicht, dieser Mischbetrieb. Man erwartet, dass der Gummireifen keinen Grip hat und hier Gegenbeweis, die NSR-Gummireifen funktionieren direkt vom Start weg einwandfrei, obwohl auf der Bahn wirklich viele hunderte Runden gestern mit PU-Reifen gedreht wurden. Wir fahren mit jedem Auto 10 Runden. Ich glaube, die sind schon rum. Der Tobias fährt nur weiter, weil ich gerade so viel erzähle. Tobias, wo sind wir? Runde 8. Okay, dann haben wir sogar noch zwei und ich kann euch noch ein bisschen was erzählen. Die Corvette liegt auch ohne Magnet sehr gut vom Beobachten her. Rundenzeit sehe ich von hier nicht. Ich beobachte jetzt nur mal das Auto und wir hören aufs Auto. Jetzt ist er raus, würde sagen, wir brechen ab. Runde 10 ist eh schon in der Nähe und wir schauen die Zeiten an. Wir sind in der Rennleitung und werten mal aus, welche Leistung der Tobias draufgedrückt hat auf die Bahn. Wir sehen hier 9 Runden, dann ist er abgeflogen, aber schnellste Runde schon in Runde 3 mit einer 11,22. Jetzt vergleichen wir einfach mal diese Zeit mit der Magnetzeit und die Magnetzeit vom letzten Mal aus dem letzten Video ist eine 8,88, also ein riesiger Unterschied natürlich. Jetzt für die, die neu sind, fragen sich dann immer, ja, was macht es für einen Unterschied oder was macht es für einen Sinn, den Magnet rauszufahren, wenn ich so viel langsamer bin. Die Rundenzeit geht hoch, der Spaßfaktor vom Fahren her, was in Richtung Realismus auch geht, der geht für die Magnetlosfahrer nach oben. Das ist so der Sinn und dass man eben diesen Grenzbereich hat im Auto, in den Kurven, das hat man nur, wenn der Magnet draußen ist. So, Runde 3, das war ziemlich früh schon. Warum ist auch zu erklären, die Reifen wurden ja abgezogen, dann ging es auf die Bahn, das heißt in Runde 1, 2, 3 sind die Reifen noch sehr gut. Dann werden sie auch ja, durch Staub, der noch auf der Bahn ist, durch Dreck, durch Abfahren wieder schlechter. Und das sieht man auch sehr schön in den Rundenzeiten. Hier Runde 3, das ist die schnellste Rundenzeit. Und dann sind wir hier bei einer L4. L4, das kann man auch noch als L4 werten. Also er fährt sehr konstant, wenn man das mal hier so anschaut.
und kommt aber jetzt dann nicht mehr weiter runter in die Richtung der guten Zeit. Also die Reifen pendeln sich ein, das heißt, der wird jetzt eine Zeit lang diese L4 fahren, dann wird es eine L5 und so weiter, bis irgendwann der Reifen halt richtig eingestaubt ist und damit muss man umgehen. Und das ist auch wieder so ein Faktor beim magnetlosen Fahren, dass man sich hier fahrerisch mehr auf sowas einstellen muss, auf den Reifenverschleif. Wenn ich jetzt einen Magnet drin habe, dann zieht der Magnet das Auto schön auf die Bahn und man merkt solche Faktoren weniger. Aber realistischer ist es natürlich dann ohne Magnet. Da muss ich mich als Fahrer darum kümmern, mit dem Reifen umzugehen, Reifenmanagement und eine gute Rundenzeit noch hinzubekommen. Gerade noch der Kommentar vom Tobias im Raum gewesen, der Porsche fährt sich so schön. Den haben wir aber aus dem letzten Test rausgeworfen, weil er einfach so langsam war. Wir haben ihn jetzt wieder mit aufgenommen, weil wir schauen wollen, wie ist es denn ohne Magnet. Ist er da auch so weit abgeschlagen, dass er gegen die anderen GT3-Fahrzeuge keine Chance hat oder sieht es da anders aus? Der Tobias wird es austesten. Vom Bild her, das wir hier sehen, liegt er wirklich schön, das Heck scheint stabil zu sein und immer wenn man das Auto lobt, machen wir hier einen Fehler. Das ist auch schön zu sehen, beziehungsweise es ist nicht schön zu sehen, dass es dem Tobias passiert, aber es ist schön zu sehen, um auf das Thema Bremspunkt mal zu kommen. Der Tobias ist jetzt eingeschossen, noch vom letzten Video, auf das Fahren mit Magnet. Jetzt ist der Magnet draußen und dann verändert sich hier ja der Bremspunkt. Mit Magnet kann er hier in dem Bereich irgendwo bremsen, jetzt ohne Magnet ist der Bremspunkt hier irgendwo vorne. Und die Autos rollen jetzt auch unterschiedlich weit aus, je nach Leichtgängigkeit im Lieferzustand. Somit muss er sich bei jedem Auto die Bremspunkte komplett neu suchen. Und das macht es natürlich schwierig. Und von dem her sehen wir den einen oder anderen Abflug. Und bisher waren alle Abflüge nur da hinten. Hier ist ja auch die schwierigste Stelle vom Fahrerischen her. Man kommt von der langen Startzielgeraden, wo er jetzt gleich wieder einbiegt. Hier lange Startziel, Bremspunkt finden und rum. Das ist der Knackpunkt. Die anderen Kurven funktionieren alle schon gut. Da hat er noch gar keinen Abflug heute gehabt. Jetzt muss man bloß noch diesen einen Punkt hinbekommen, um die minimalen Rundenzeiten hinzubekommen. Porsche-Test beendet. Wir waren in Runde 1 am schnellsten, da waren die Reifen auch noch am saubersten, 11,413. Und diese Zahl ist uns irgendwie bekannt vorkommen und das ist wirklich ein wahres Wunder. Hier noch die Notiz vom letzten Mal, Porsche mit Magnet 9,413, also exakt 2 Sekunden langsamer. Der Tobias macht es mir einfacher mit dem Zeitenrechnen. Er fährt die Zeiten so hin, dass ich nur mit den Sekunden rechnen muss. Danke, Tobias, an der Stelle. So kann es weitergehen. Jetzt schauen wir auch mal hier beim Porsche die Zeiten an, die so im Verlauf waren. L4 zweimal zu Beginn geschafft, dann geht es hoch auf eine L5. Hier war der Abflug, dann L6 und L4, L4, L6, L6. Somit nicht ganz so konstant fahrbar, so wie es aussieht, wie die Corvette. Das Komische ist jetzt nur, dass hier die Zeitnahme genau das Gegenteil beschreibt, als der Tobias vorhin formuliert hat. Der Tobias sagt, dieser Porsche ist einfach schön zu fahren, kommt ihm schnell vor, aber die Zeiten sind jetzt mit 2 Zehntel hinter dem Komma, schwanken die und wir sind nicht so schnell, auch langsamer als die Corvette. Von dem her sieht man, wie unterschiedlich das sein kann. Man denkt, das Auto ist schnell und die Zeitnahme sagt was genau anderes. Es kann natürlich auch genau umgekehrt sein. Sehen wir noch, ob das jetzt vielleicht gleich der Fall sein wird. Testkandidat Nummer 3 beim Reifenservice abgezogen wird über einem ganz normalen Panzerband. Das ist ein billiges aus dem 1-Euro-Laden und zwar bewusst billig gekauft, weil wir wollen keine hohe Klebekraft wie bei diesen teuren von 3M zum Beispiel. Die kleben so extrem, dass man den Reifen von der Felge zieht. Ist besonders dann nachteilig, wenn der Reifen mal verklebt wird mit der Felge. Somit sind wir da immer zufrieden mit einer minderen Qualität beim Panzerband. Hauptsache der Staub kommt runter und der Reifen bleibt dann in der Verklebung mit auf der Felge. Hier bei den Autos ist nichts verklebt. Der Reifen ist einfach auf die Felge aufgezogen, so wie es im Lieferzustand eben ist. So, jetzt kommen wir zum Mosler an sich. Das schnellste Auto im Hause NSR, nur nicht beim Tobias und bei mir, so wie es aussieht. In den Kommentaren haben einige geantwortet, dass sie auch nicht verstehen, warum bei uns der Mosler so langsam ist. Und in dem Moment kracht er hier raus gegen die Leitplanken. Aber mit den Rundenzeiten und langsamer meinen wir eigentlich nicht die Abflüge, sondern einfach die Rundenzeit. Mal schauen, wie es jetzt dann ist ohne Magnet, werden wir gleich sehen. An der Stelle möchte ich euch mal was zeigen. Der ist gerade rausgeflogen. Ihr habt ja gesehen, in der Bande eingeschlagen. Und durch diesen Abflug, man sieht hier, wie viel Dreck dieser Reifen aufgenommen hat. Hier ganze
Staubkugeln oder das sind bestimmt so Brösel von PU-Reifen, die jetzt hier auf meinem Gummireifen hängen. Und das sind auf jeden Fall 2 bis 4 Zehntel, die dieser Dreck auf dem Reifen hier auf einer Runde kosten wird. Wo kommt der ganze Dreck her? Man sieht es hier im Laufe des Rennens vom gestrigen Tag, hat sich hier viel Abrieb abgesammelt. Wenn ich jetzt einschlag und rutsche hier raus, verliere ich einmal Zeit natürlich durch den Abflug, aber das größere Problem ist jetzt dieser Dreck auf dem Reifen. Da verliere ich dann nach dem Einsetzen auch noch viel mehr Zeit. Und das ist der Grund, warum wir im Test hier nach jedem Abflug auch die Reifen nochmal abziehen. Wir haben den Mosler auf der Bahn und es ist eine Überraschung für uns jetzt. Wir haben hier eine Wahnsinnszeit stehen. 10,96 und wenn man das jetzt vergleicht mit der Corvette und Porsche haben wir natürlich jetzt einen neuen Spitzenreiter. Schauen wir mal rein, wie es ohne Magnet bei ihm war, 9,8. Das heißt, eine Sekunde im Prinzip nur zwischen Magnet und Magnet los. Wir haben hier allerdings ein Phänomen. Man sieht jetzt, wir sind in der 10. Runde die schnellste Zeit gefahren. Das hängt damit zusammen, dass in Runde 9 ein Abflug war. Reifen wurden dann nochmal abgezogen. Und man kann eins sagen oder beobachten bei der Fahrt. Wir hatten jetzt mit dem Mosler sehr viele Abflüge im Vergleich zu den anderen beiden. Aber wenn die Runde gesessen hat, dann war die richtig schnell und fast jede Runde, ja, ich habe hier noch eine 11.1 und eine 11.2 stehen, das heißt auch die Runden waren schneller als die Corvette und somit ist das Auto richtig schnell. Wir müssen jetzt nur herausfinden, welches Problem wir haben im Mosler, dass er so oft abfliegt. Dazu würde ich sagen, eigenes Video und wir geben da noch mal bisschen Tuning rein oder Optimierung besser gesagt, um das Auto noch weiter nach vorne zu bringen. Nächster Testkandidat McLaren in Orange. Der war auch richtig schnell unterwegs, gut auf der Bahn gelegen, mit Magnet, ohne Magnet. Wirkt das Heck jetzt hier durch die Kamera etwas nervös? In manchen Kurven sieht man das Heck leicht ausbrechen. Das aber jetzt ohne Hinblick auf die Zeitnahme, die schauen wir uns gleich extra an. Von hier aus sehe ich keine Rundenzeiten. Abflüge war jetzt gar keiner beim McLaren, das spricht schon mal dafür. Aber wie wir vorhin gesehen haben, heißt es noch nicht, dass man schnell ist, beziehungsweise es kann auch sein, dass man langsam ist und deswegen keinen Abflug hat. Aber so langsam sieht es gar nicht aus. McLaren in der Auswertung 10,933 in Runde 5. Hier ist auch ganz interessant, er war jetzt nicht so konstant unterwegs, aber die letzten 3 Runden, die gefahren wurden, waren alles 11-2er Zeiten. 11-2-1, 11-2-1, 11-2-0. Sehr konstant und das bedeutet, die Reifen sind dann schon, haben ein paar Runden schon auf dem Buckel, sind nicht mehr so optimal sauber, aber ich bin so schnell unterwegs, konstant so schnell unterwegs, wie die schnellste Zeit der C8R. Das ist schon mal interessant. Man kann jetzt natürlich sagen, wir haben mit der angefangen und da war die Bahn noch am schlechtesten. Deswegen werden wir ganz am Ende vom Test nochmal die C8 auf die Bahn lassen. Aber jetzt kommt der AMG. Wir springen rein in Runde 3. Der Stern ist auf der Bahn mit gleichen Voraussetzungen wie alle anderen. Lieferzustand magnetlos, 12 Volt. Er hat es natürlich ein bisschen besser jetzt. Der ist der letzte Teilnehmer bei uns im Test. Das heißt, wir haben ja schon jetzt ein paar Runden auf der Spur drauf. Die ist jetzt besser geworden als am Anfang. Von dem her erwarte ich eine schnelle Rundenzeit. Wir müssen dann noch den Gegentest machen mit der Corvette aus dem allerersten Lauf, dass wir die am Ende einfach nochmal gegentesten, ob die Bahn wirklich viel besser geworden ist und die Corvette dann auch nochmal schneller ist. Jetzt aber Fokus auf den Mercedes, der liegt sehr gut. Wir sehen gar keinen Abflug beim Tobias, das heißt schon mal, das Auto liegt stabil. Das Heck, ja, flattert an einigen Ecken doch etwas raus. Damit erwarte ich jetzt keine Topzeit, also kein Schlagen unseres Testsiegers bisher. Aber so in dem Mittelfeld würde er sich aufreihen. Und es ist dann wahrscheinlich auch ein richtig schönes Ergebnis, weil man Autos hat, die direkt vergleichbar sind. Und ein faires Rennen ist dann die Möglichkeit. So, der AMG in der Auswertung, schnellste Runde, in Runde 5, 11,11. Somit auf Position 3 im aktuellen Test. Hier auch zu sehen, von den Rundenzeiten richtig schön konstant. Am Anfang mit den sauberen Reifen 11.1er-Zeiten hintereinander. Und dann sind wir hier so im 11.2er-Bereich unterwegs. Gab jetzt am Schluss noch einen Abflug, deswegen sind wir jetzt die 10. Runde gar nicht zu Ende gefahren. Wir gehen jetzt nochmal zurück zur Corvette, weil ich wissen will, was ist jetzt mit der Bahn passiert in der Zwischenzeit. Es sind ja 1, 2, 3, 4, 5 Autos haben wir 50 Runden draufgefahren. Das heißt, die Bahn müsste eigentlich besser sein, sauberer sein. Von dem her erwarte ich jetzt eine bessere Zeit bei der Corvette.
als eine 11,22. Ob so ist, werden wir sehen. Der Gegentest läuft. Die C8 ist nochmal auf der Strecke. Und jetzt, wenn man so mal vergleicht, das Heck, irgendwie liegt es nervös von der Corvette in den Kurven. Ja, hier ist wieder raus, aber das ist ein Bremspunktproblem. Haben wir ja schon angesprochen. Wir lassen den Tobias noch ein bisschen fahren, schauen uns dann die Zeiten an. So, jetzt kommt ein sehr überraschendes Ergebnis, weil wir haben eine extrem schnelle Zeit. Runde 10 nach einem Abflug, Reifen abgezogen, 10,636. Das ist natürlich die Topzeit. Jetzt die Frage ist, wie gehen wir damit jetzt um? Werten wir unseren Test jetzt von hinten mal noch aus. Die Corvette ist jetzt beim zweiten Mal Fahren auf der Strecke 6 Zehntel schneller als im ersten Test. Das heißt für uns, dass die Bahn einfach noch nicht sauber war und jetzt so langsam sich der Grip erst aufbaut. Ganz wichtig auch da wieder jetzt, nehmen wir an, unser Thema wäre heute Tuning gewesen, dann heißt es, Ergebnis, das wir jetzt haben, wir müssen weiterfahren. Wir müssen so lange weiterfahren, bis hier nichts mehr nach unten geht. Erst dann wissen wir, die Bahn ist jetzt konstant, das Auto fährt konstant und jetzt kann ich zum Tuning weitergehen. Stellen wir uns vor, wir hätten nach dem ersten Test getuned, hätten dann irgendeine schnellere Zeit gefahren und hätten gar nicht tunen müssen, weil die Zeit ja erstmal nach unten geht, nur rein durch das Verändern der Bahnverhältnisse. Gilt für alle drei, wir müssten jetzt eigentlich alle Autos nochmal fahren, Video wird aber zu lang, aber Prinzip ist erkannt. Hier habe ich eine Grenze gemacht. Die Autos haben eine Zeit unter 11 geschafft. Die zwei waren richtig schön vergleichbar, richtig eng zusammen und die beiden sind abgeschlagen. In diesem Test im Lieferzustand, fast Lieferzustand, bis auf die drei Wackelschrauben und das Entfernen des Magneten. Soweit der Test ohne Magnet. Wenn euch der Test noch interessiert mit Magnet, dann klickt einfach hier aufs Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Roland von slotblog.de. Tschüss!